Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Jedi Survivor. Das Mikrofon fällt zwischendurch aus, aber wir hoffen einfach mal, dass es bei dieser Runde jetzt klappt. Wir machen weiter da, wo wir aufgehört haben, und zwar in dem Waldtempel der Hohen Republik. In den letzten Folgen ist ja schon einiges passiert. Und jetzt schauen wir mal, ob es genauso spannend weitergeht. Genau, das ist ja die Waldanlage, Entschuldigung, nicht Waldtempel. Na, ist eine Werkbank. Hier unten ist die komische Seuche. Deswegen, Entschuldigung, ein bisschen erkältet. So. So, jetzt mal da hochzukommen. So klappt's nicht. Ah, fuck. Ich weiß gar nicht, ob ich auch überhaupt lang muss. Auf jeden Fall wurde auch gerade L2 angezeigt. Okay. Was haben wir? Was kriegen wir? Ein Jäger-Outfit. Nicht schlecht, also das Hemd dafür. Wenn ihr hinter mir ein komisches Hecheln hört, dem Hund ist ein wenig warm, waren gerade noch draußen. Jetzt kühlt er sich gerade ein bisschen runter und ist am Schlafen. Ja, das sind halt nicht die besten Temperaturen für einen Langhaarhund. Tatsächlich. Aber kriegt jetzt bald mal ein kürzeres Fell. Verpasst eine Kobo-Barriere. Der Ort scheint verlassen worden zu sein. Vergessen. Ja, ich schätze, sie hat es nicht vergessen. Auch nach all den Jahren hat sie nie ihre Mission aufgegeben. Enttäuschen wir sie nicht. Ich meine, natürlich. Tödlicher Nebel. Wer sollte sonst noch hier rumhängen? Wie im Phantasialand. Geht runter, damit es weitergehen kann. Was ist das da hinten? Riesiger Vogel? Kurz runter. Nee, da ist nur der Tod. Schauen wir mal. Diese Kreatur steckt wohl fest. Ich kann sie nicht losschneiden. Fürs Erste müssen wir unten durch. Armes Ding. Und eine Abkürzung, sehr schön. Meine ich das nur, sieht die High Republic moderner aus als die aktuelle Republik? Zieh durch. Verschlossen. Ich glaube, ich trinke das nächste Mal immer einen kurzen, wenn da steht, diese Tür ist verschlossen, man muss sie von der anderen Seite öffnen. Scheint ja so ein Running Gag hier zu sein. Ja, komm, der tritt doch jetzt an. Wo hängt der denn fest? Oh. Da waren wir nicht schnell genug. Wenn ich jetzt hier fallen lasse, okay, jetzt wusste man ja, was passiert. Ich mach's dann was einfacher tatsächlich. Die sind tot. Okay, nächste Abkürzung. Sehr schön. Ist hier unten noch irgendwas? Oh nein. Irgendetwas wie einen mächtigen Appetit. Mein Lichtschwert. Oh. Meine Angstgegner. Oh, natürlich.
Ah, schön, dass wir das fähig. Kurz einen Stim nehmen. Komm, nächste Arm auch noch ab. Ah ne, Bauchschlitze. Ja, wir wissen, was den großen Appetit hatte. Die sind schon ziemlich stressig, die Gegner. Okay, der will noch was scannen. Wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das. Ah. Peinlich. Wenn wir das Ding da treffen, aber. Vielleicht so. Kurz Frage, kann ich da überhaupt drauf? Aber versuchen wir es noch. Ah, versuchen wir es noch tatsächlich. Wir kommen drauf, okay. Sichere Landung. Ah, da hinten ist noch was. Das versuchen wir uns jetzt natürlich mal zu holen. Wenn wir es schaffen. Okay. Ah, Mann! So. Manchmal ein wenig ungeduldig hier. Aber. Sollte uns doch gut tun, das Ding. Schnell einen Schluck trinken. Oh, Erfahrungspunkte. Immer gerne sehen und ich vermute mal, wo wir jetzt rauskommen, ist hier. Alles klar. Ja, okay, eine Abkürzung würde ich es jetzt nicht nennen, tatsächlich. Weil da werden wir jetzt sicher nicht nochmal lang gehen. Aber. Ist auch immer gut. Zur Decke. Okay, was sind wir jetzt hier? Erstmal. Poncho. Ah, Sorgsamkeit. Langsam aber sicher sammelt sich das Set an, okay. Du wirst es scannen. Stimmt, es war nur halb so. Aus. Genau wie sie es kann, Hammer. Mal kurz heilen. Und dann, weil wir zwei Erfahrungspunkte haben, geben wir die auch aus. Oh. Oh, da sind ja mehr für den Scheiß. Ich kann fragen, wie lange geht denn der Spurenangriff von denen? Ach komm, zum Fall des Tages benutzen wir nochmal das andere Lichtschwert. Komm, das hier sieht schon so gut aus. Ahsoka-like hier. Aber komischerweise werden die nicht von diesem Staub gefallen, oder? So. Einmal durchgeschnetzelt. Ne. Okay, diese Strahlen scheinen aber den Kobo-Nebel zu vertreiben. Tatsächlich. So. Was sich dann schon mal sehr sinnvoll ist. Dann schneiden wir mal. Ja, das ist. Wo?
So. Oh. Okay, dann müssen wir hier lang. Entschuldigung. Oder irgendwo unterschubsen. Was sind das für Dinger? Also auf jeden Fall kein L2-Symbol. Die Tiere rund um die Anlage sind ziemlich aggressiv. Liegt wohl am Staub in der Luft. Und imperiale Patrouillen machen es auch nicht besser. Gallenschlund bauen. Und dann nehmen wir das auch natürlich schon mit. Verwirrend große Fauna halte. Ist das ein Boni? Schauen wir mal kurz, was ein Boni war. Ah ne, das war einfach eine Fähigkeit zur Massenkontrolle. Gucken wir mal, ob wir schon was Sinnvolles bekommen können. Vielleicht würde ich erstmal das eine Lichtschild weiter fokussieren. Zwei Blasterschüsse zurückwerfen. Das ist schon gut. Doch, das ist sehr gut. Schauen wir noch, was das hier oben ist. Das sieht nach Ärger aus. Vielleicht kann er uns aber auch helfen. Ah, da muss man schnell reagieren, okay. Und noch ein Fähigkeitspunkt. Ich glaube, ich habe irgendwas falsch gemacht bei der Fähigkeit gerade. Muss ich mir später nochmal durchlesen. Aber ja, wir trinken jetzt mal. Ah. Sieh dir die an. Was genau ist denn das? Oh, taktisch, diesmal in anderer Farbe. Hm. Da ist man definitiv tot. Dann mal hier lang. Ah, falsche Taste.
So, das war der eigentliche Plan. Vorsicht, bitte. Was soll ich denn noch sagen? Zier, ich dachte... Nein, du hast nicht gedacht. Du hast eine Bedrohung erkannt und reagiert. Hätte der Orden schneller reagiert, gäbe es die Republik noch. Das Imperium, die Haxionbrot, die halbe Galaxis will unseren Tod. Ja, die Chancen stehen gegen uns. Aber sie werden immer gegen uns stehen. Cal, du wirst dich nicht aus jeder Situation freikämpfen können, verstehst du das? Ah. Also Meisterin uns etwa. Können jetzt Tiere zählen? Das ist nicht eine Zeit, Herr Kerl. Ja, tatsächlich. Das Tempo gefällt mir schon besser. Boah, das war knapp. Ah, cool. Miraten verschlossen. Oh, ne. Ein Galschlundbauer wieder. Da können wir direkt nochmal ausruhen. Und tatsächlich auch noch unseren Fähigkeitspunkt ausgeben. Komm, nehmen wir noch die verbesserte Beinarbeit. So, nochmal ausfallender Schlagkopf. Ich glaube auf Dreieck war der, ne? Ja. Das war der Dreieckschlag, okay. Das war schon witzig. Ich eher von dir. Wieder ein Reittier. Diese gesamte Struktur ist die Anlage. Aber wofür? Nehmen wir noch was rüber.
Bleibt er da durch? Oh, okay, keine Erfahrungspunkte. Okay, das ist jetzt eine Abkürzung. Dann machen wir weiter. Ah, okay. Das ist das Weiteste, was man drehen kann. Alles klar. Was ist denn dieser Kobo-Staub? Sieht aber schon echt verdammt gut aus. Aber der Effekt sieht echt nice aus an der Stelle. Ich weiß nicht, wie lange das Ding hier drin festsaß. Wie es aussieht, kann diese seltsame Materie hier unterschiedliche Formen annehmen. Hoffen wir, dass wir im Turm der Anlage ein paar Antworten finden. So, jetzt gleich ein neues Outfit anscheinend, oder eine Lackierung, oder ein BD-Outfit. Ah, eine Jägerhose. Na, irgendwann müssen wir auch mal ein paar neue Outfits anziehen. Okay, was haben wir denn? Ist ein toter Gierschlund, oder schläft der? Ich weiß nicht, ob der schlafen würde. Ach, verdammt, da ging es runter. Hm. Ups. Abkürzung freigeschaltet. Okay. Ja, das war ein wenig stressig an der Stelle. Aber, wir sind jetzt auch gleich tatsächlich schon in der Anlage. Wenn mich da nicht alles täuscht. Hier könnten wir theoretisch noch runter. Das würden wir aber auf gar keinen Fall überleben. Nee. Deswegen gehen wir mal rein jetzt. Und was uns da erwartet. Hier brauchen wir eine Kugel. Höchstwahrscheinlich. Ich weiß, was wir jetzt hier freigeschaltet haben. Eine Kugel hier vorne. Oh, da hinten ist noch eine Kiste. Nehmen wir doch auf jeden Fall mit. Es gibt es Sorgsamkeit im Griff. Okay. So,
Wenn ich mal eine Sache investieren, schaffen wir es hier durch, ohne zu sterben. So, schaffen wir, ja. Ist da noch eine Kiste? Nee, ist das aus. Soll ich wohl mal herkommen? Genau. Ja, wo ich die Kugel nicht mehr ziehen. Ja. Warum hat er die Kugel einfach liegen gelassen? Ist die jetzt wieder hier? Ja. So. Auf R2 müsste ich jetzt eigentlich feuern können. So, ja. Komisch. Vorne muss die rein. Links und rechts noch irgendwas? Nee. So. Ah, da öffnet sich jetzt. War es schon? So. Die Anlage findet noch jemand interessant. Aber es ist echt die Frage, wer. Und dann schön. Das ist unser letzter Halt. Wenn es den Schlüssel nach Tenador wirklich gibt, muss er hier sein. Und wenn nicht, ist bei Sie vielleicht auch eine Schraube locker. Das ist witzig, weil das war's. Der Reha-Flügel. Okay, scheint eine medizinische Einrichtung zu sein. Holen wir uns mal an der Stelle aus und machen weiter. Das Siegel kommt mir bekannt vor. Hier, der muss von Perry Creel zum See geschickt haben. Der Schlüssel nach Tenador war weggeschlossen. Seit Jahrhunderten schon. Oh, Scan. Oder Heck war das? Ich will nicht wissen. Ich will nicht wissen, was da unten auf uns wartet. Sieht schon ziemlich verwildert aus hier. Willkommen auf Tanalore. Es ist wundervoll. Für die nächste Welt, die wir entdecken, lasse ich euch nicht den Namen aussuchen. Wartet ab. Mich mochtet ihr anfangs auch nicht besonders. Noch ist das Urteil nicht gefällt. Es ist kaum zu glauben, dass sich dieses Paradies auf der anderen Seite des Abyss verbarg. Kommt mit. Ich möchte euch etwas zeigen. Der große Jedi-Ritter Dagon Gera bietet sich mir als Führer in unkartografierten Welten an? Wie könnte ich das ablehnen? Ohne eure Hilfe wäre ich niemals unversehrt hierher gelangt. Oh, seid vorsichtig. Sonst denkt noch jemand, ihr hättet Demut gelernt. Okay, wir sind jetzt anscheinend in einer Traumwelt auf Tanalore und finden jetzt heraus, was hier passiert ist.
Aber diese Strukturen, so. Die Macht ist stark hier. Kommt mir schon sehr bekannt vor. Genau wie ich euch sagte. Wir bauen den Tempel hier. Ja. Ich bin ganz eurer Meinung. Okay, also hier wurde anscheinend der Jedi-Tempel dann gebaut auf Talalore. Kann leider nicht sprinten, deswegen geht es alles ein bisschen langsamer. Wir müssen ein Mitglied aus dem Rat der Jedi zu einem persönlichen Besuch einladen. Okay, erstmal helfen, das Gespräch anscheinend so langweilig ist, dass sie streckt. Und ist dann Tenelore das Exogol der Jedis? Okay, jetzt läuft er automatisch. Sie sind schon seit Stunden da drin. Ratsmitglieder sind nicht für ihre raschen Urteile bekannt. Schon gar nicht Meister Rancisis. Mein Duell mit dem Gendai war schneller zu Ende. Ihr habt gesiegt. Habt Geduld. Keine meiner Stärken. Wenn ihr Jünglinge ausbilden wollt, solltet ihr es lernen. Ich habe Vertrauen in euch. Genau wie der Rat. Vertraut ihnen, dass sie das Richtige tun. Was habt ihr? Warne die anderen. Wir werden angegriffen. Du bist nicht hier. Du hast hier nichts verloren. Lass mich frei. Bitte. Seid ihr? Ich hab euch gesehen. Ich bin Cal. Cal Kestis. Und ihr müsst Dagon Gera sein. Ja, der bin ich. Ihr seid ein Jedi? Ja. Seit auch im Weggang sind die Dinge anders. Ein Sith Lord hat die Republik korrumpiert und zu einem Imperium gemacht. Der Orden ist zerstört.
Sie jagen alle von uns, die noch übrig sind. Aber ihr seid jetzt hier. Wir können sie bekämpfen. Gemeinsam. Ich bin zurück. Der Orden ist vernichtet. Ich muss zurück nach Tannelor. Was ist dort passiert? Wie seid ihr hierher gekommen? Wir wurden angegriffen. Ich habe sie so lange auf Distanz gehalten, wie ich konnte, aber es waren zu viele. Eine fürchterliche Schlacht. Doch wir wurden nicht besiegt. Noch nicht. Bis der Rat der Jedi den Befehl gab, Tannelor aufzugeben und dann einen Gegenangriff verweigerte. Sie haben es aufgegeben? Ja. Es war meine Entdeckung. Meine Heimat. Und sie haben verlangt, sie einfach wegzuwerfen. Dagen, wartet. Ich habe den Gehorsam verweigert und wurde von meinem engsten Vertrauten verraten. Hört auf! Was habt ihr getan? Ja, der hat anscheinend keiner Bock, gut zu sein. Feigling. Sehe ich gerade irgendwie anders? Ah, jetzt anders was da geändert. Nee, hab ich nicht. Ja. Also ich habe nicht nur beide Arme, also Angst brauche ich nicht zu haben. Oh. Okay, das fliegt ungefähr so weit. Okay. Oh, jetzt rastet er ein bisschen aus. Kommen wir jetzt mal auf 2. Okay. Okay, eins gefällt mir noch. Machst du den gleichen Kampf wie ich? Machst du den gleichen Kampf wie ich gerade? Ich werde mich nie wieder einsperren lassen.
Nur wir sind noch übrig. Was ist mit euch passiert? Ravis! Ich hätte wissen müssen, dass du deinen Schwur hältst. Wartet! Schlüssel nach Tenenor. Wie konnte sie Tenenor jemandem wie ihm anvertrauen? Das frage ich mich auch gerade. Oh! Fast übersehen. Mehr Gesundheit. Das ist doch gut. Ja. Ich glaube, wir müssen hier hinten dann wieder zurück. Nee. Und ich würde auch sagen, an der Stelle beenden wir die Folge. Es ist einiges passiert, sehr spannend alles. Und ich freue mich darauf, wenn ihr uns beim nächsten Mal wieder da begleitet. Bis dahin, euer Daniel.